waren wir auf dem Minmus, haben versucht, einen Stein zum Explodieren zu bringen, hat Gott sei Dank nicht geklappt. Und ja, wir hatten ja relativ viele Forschungspunkte. Und ja, die wollten wir jetzt ausgeben. Und ich habe schon mir schon ein schönes neues Projekt für die Folge 17 ausgedacht. Wir starten unsere erste Forschungsmission, beziehungsweise erste Forschungslabor. Forschungslabor haben wir, glaube ich, schon freigeschaltet gehabt. Müssen wir ganz kurz gucken. Wo ist es? 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 Tja, haben wir es doch noch nicht freigeschaltet. Crewkabine. Mal ganz kurz gucken, ob wir das schon freigeschaltet haben. Sieht momentan nicht so aus. Ah, hier ist das mobile Forschungslabor. Damit können wir richtig, richtig viele Erforschungspunkte sammeln. Das heißt, wir brauchen es auf jeden Fall. Wir schalten es frei, kostet 160, relativ viel für unseren momentanen Stand. Dann brauchen wir die Kommandokapsel und Kuppelmodul brauchen wir nicht, aber die bessere Wartungsbucht nehme ich gerne mit. Fallschirm, bessere haben wir schon. RCS-Thruster wären nicht schlecht, aber wichtiger sind neue Raketen. Ja, größere Raketen, okay, die haben wir. Entschuldigung. Man hüpft mittlerweile alles in den. Hier so rein. Nee, so war es, glaube ich. Das soll das Effektivste sein. In den Arm reinhusten. So. Ja. Was haben wir jetzt? Gucken wir nach Mission. Bring grüner Sandstein mit. Sichern ihr Ziel. Long Terminal Reconnaissance. Survey of Minmus. Okay, ja. Gibt ganz schön viel Geld, muss ich sagen. Aber egal. Bezüglich unserer Mission, die wir uns ausgesucht haben, gibt es leider keine Mission. Das heißt, wir gehen in unseren Fahrzeughangar und ja, würde sagen, wir fangen an beziehungsweise mit unserer. Moment, wir brauchen noch einen weiteren Piloten, weil diese Forschungsstation, die bleibt hier die ganze Zeit umkörmen. Also müssen wir jetzt noch einen Piloten freischalten. Gucken wir es an. Wissenschaftler haben wir. Beziehungsweise wir holen für die ganze Mission holen wir eine ganz neue Crew, würde ich sagen. Ich spule mal ganz kurz da vorne, damit sich die Kerbals wechseln. Zack. Was haben wir hier? Wir holen eine Pilotin, eine Wissenschaftlerin, und eine Pilotin. Mehr brauchen wir nicht. Na, ja, Pilotin ist gerade nicht da. Frauenpower. Und ja, haben wir hier eine Pilotin? Ah, hier haben wir eine. Ja, die glaube, die können wir nehmen. Ist mehr mutiger als dumm. Und Techniker. Zack. So. Haben wir unsere Crew angeheuert für die Mission. Und ja, wird ein bisschen aufwendiger als sonst, das Ganze zu bauen, gehe ich von aus. Wir brauchen eine Kommandokapsel, weil das Labor ist relativ schwer. Und deswegen müssen wir irgendwie versuchen, das zu machen. So, haben wir eine Kommandokapsel. Dann brauchen wir das Labor, was wir freigeschaltet haben. Müsste hier unten irgendwo sein. Ist es hier irgendwo? Ja, hier ist es. Forschungslabor. Und dann brauchen wir eine große Wartungsbucht, würde ich behaupten. Wartungsbucht 2,5. Und ich brauche, glaube ich, mindestens zwei Wartungsbuchten. Öffnen wir, öffnen wir. So, also in die erste Wartungsbucht kommt. Moment, das hier ist klein, okay, das reicht uns nicht aus. Ja, ist nicht so schlimm. So, dann würde ich sagen, packen wir erstmal Lebenssupport. Das ist erstmal wichtig, dass wir lange im Welt, dass hier die Forschungsstation lange im Weltraum bleiben kann. Und dann fangen wir an mit großen Supply-Containern. Zack. Ja, da passt relativ viel rein. Guckt euch das mal an. 600 Wasser, 1000 Nahrungsmittel. Also die hält wirklich lange aus. Und dann brauchen wir noch einen Waste-Container, einen großen, wo der Rest reinkommt. Wo ist er? Waste-Container. Oh, guck mal, hier gibt es sogar 3,5. Das ist krass. Ja, haben wir das. Und dann, ja, hier mit Glück könnten wir da noch ein drittes Teil reinmachen. Passt noch ein drittes Teil rein? Oh, es passt noch ein drittes Teil rein. Geil. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Weil da brauchen wir so einen Recycler. Und mit dem Recycler, das heißt, der braucht ein bisschen Strom und Abwasser.
Und dann, ja, dann gibt er eben neuen Sauerstoff und so weiter raus. Beziehungsweise wir machen das, ja, okay. Dann brauchen wir wieder, da brauchen wir wirklich mehrere für. Das heißt, wir machen hier noch einen hin. Der hier, was ist das? Waste Container? Ne, wir brauchen Recycler, Extraktor. Gibt es irgendwas, womit wir alles bekommen? Sauerstoff geben die hier. Die hier geben auch Sauerstoff. Sauerstoff, Sauerstoff. Ah, hier, wir geben Wasser. Water Purifier geben Wasser. Gibt es auch hier irgendwas, was neue Nahrung erschafft? Airfilter. Oh, das gibt Sauerstoff. Okay. Airfilter gibt Sauerstoff. Eingabe, elektrischer Strom, angesaugte Luft. Ah, okay. Extraktor, der gibt Sauerstoff und Abfall. Der gibt Sauerstoff. Okay. Der gibt auch Sauerstoff. Der gibt Sauerstoff. Der gibt Wasser. Okay, da würde ich sagen, es gibt nur Sauerstoff und Wasser. Essen gibt es jetzt nicht. Da holen wir einen Water Purifier, würde ich sagen. Und dann holen wir noch ein Extraktor, oder? Water Purifier und ein Extraktor. Okay, ja, holen wir einfach einen Extraktor. Das heißt, ja. Das Einzige, was wir nicht nochmal nach auffüllen könnten, wäre Nahrung. Aber das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Ja, dann brauchen wir noch eine dritte Wartungsbucht. So, dann holen wir ein Skyns Junior, packen wir hier in die Mitte. Packen wir, Seismometer funktioniert nicht, ein Thermometer holen wir. Eine Lichtantenne. Dynamik-Neutronenmesser. Das ist auch nur für. Das ist leider auch nur für den Boden. Holen wir noch ein Mystery Goo, würde ich sagen. Mystery Goo holen wir. Was holen wir noch? Kamera. Okay, die ist ein bisschen groß. Abtastarm ist auch ein bisschen groß. Ja, ein Barometer würde ich noch sagen. Ein Barometer. Ja, was brauchen wir noch? Multispektral-Imaging-Plattform, was ist das? Ah, okay. Damit kann man auf jeden Fall noch was machen. Damit kann man den vom Orbit aus, was kann man daraus messen? Ja, woraus der Boden und so besteht, das kann nur im Orbit benutzt werden. Mal gucken, wie das aussieht, wenn man das Deploy-Imager. Mal gucken, wie das aussieht. Ah, okay, da passiert irgendwas. Das heißt, man muss das irgendwo. Irgendwas kann man hiermit machen. Deploy. Sieht das Deployen aus? Ah, okay, so sieht es aus. Okay, ich glaube, das müssen wir an die Seite machen, oder? Damit könnte man dann rein theoretisch den Boden messen. Okay, das sieht ganz cool aus, das Ding. Machen wir einfach mal hier dran, machen es wieder zu. Und ja, das werden wir auf jeden Fall, interessiert mich das ins Experiment. Ja, und dann würde ich sagen, holen wir hier noch ein Mystery Goo und dann haben wir einigermaßen Synchronität alles aufgebaut und machen es wieder zu. Dann holen wir noch, würde ich sagen, holen wir noch, nee, brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, okay, ja, das wäre schon mal das. Theoretisch fände ich es besser. Nee, es geht leider nicht. So, jetzt bräuchten wir rein theoretisch noch Solarmodule.
Dann packen wir hier große Batterien dran. Dann packen wir hier ein Solarpanel dran. Dann packen wir hier ein Solarpanel dran. Dann packen wir hier da eine Batterie dran. Dann packen wir da eine Batterie ran. Dann packen wir da eine Batterie ran. Das ist das nächste. Ja, also haben wir vier Solarmodule, vier Batterien. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ausreichend. Was brauchen wir noch? Einen großen Fallschirm brauchen wir. Beziehungsweise wir brauchen noch ein Hitzeschild. Moment, das machen wir, das Hitzeschild machen wir hier unten dran. Dann brauchen wir noch einen großen Dekoppler. Wo ist er? So, das hätten wir. Taco haben wir hier. Okay, das ist ja krass. Taco, noch ein C4, Ghetto Blaster, Eva Full Kanister, okay, Screwdriver und ein Bier und eine Gitarre. Ja, das brauchen wir alles nicht. Brauchen aber einen Fallschirm, einen großen. Den bauen wir hier dran. Und ich baue noch zur Sicherheit, baue ich glaube ich noch ein zwei Landungsfallschirme hin. Die sind zwar jetzt für die große Rakete nicht, obwohl für die, das geht sogar für die Rakete, wenn ich ehrlich bin. Zack, bauen wir sie dahin. Geht davon aus, dass das ausreicht. Und ja, dann hätten wir das. Das ist noch ein Transportkanister. Experimente haben wir. Antenne, ja, wir brauchen noch eine Antenne, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das könnte sogar als Relais dienen, das Ganze hier. 2G und 5G-Antennen haben wir. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall noch eine Antenne dran. Das heißt, egal was passiert, auch wenn wir die Raumstation verlassen, werden wir die Station im Orbit lassen. So haben wir immer mal wieder ein Relais, auf was wir zurückgreifen können. So, und dann packen wir noch so eine Antenne dran. Dann hätten wir das. Und ja, würde sagen, so lassen wir die Raumstation. Hat alles, was wir da, alles dabei, was wir brauchen. Dann machen wir hier noch einen Entkoppler. So, machen wir das dran. Und dann, beziehungsweise, ja, Moment, ich glaube, da unten reicht ein Triebwerk. Ja, ich glaube, da unten reicht ein Triebwerk. Das wollen wir auf jeden Fall dran lassen. Das heißt, wir machen das nochmal ab. Den Entkoppler nochmal ab. Da oben haben wir einen Dekoppler, genau. Das heißt, wir machen hier ein Triebwerk noch dran, was die Raumstation auf jeden Fall für sich aus hat. Und würde sagen, ja, das ist auf jeden Fall gut genug. Holen noch ganz kurz, machen noch hier jetzt ein paar Solarpanels dran. Zack. Und wir packen noch ein paar Batterien da unten dran, würde ich sagen. Zack, Moment. Wir wollen, dass es ungefähr synchron mit oben aussieht. Das wollen wir. Und zack. Dann wollen wir hier noch zwei Batterien. Zack. Und zack. So.
Ja, würde sagen, das passt so. Und dann brauchen wir einen weiteren Dekoppler. So, nächsten drei Sprittanks, ein richtig großes Triebwerk. Dann brauchen wir noch weitere Dekoppler. Das nächste. Dann holen wir das nächste. So, Michael. Dann holen wir die nächste. Zack, machen wir es da dran. Dann holen wir das hier da dran. Dann holen wir das hier da dran. Die nächste, ja, würde sagen, wir lassen es so. Wir haben so 4800 Delta-V, damit kommen wir ohne Problem in den Orbit rein. Ich wünschte, wir hätten noch ein bisschen höher, größere Noppen für die Aerodynamik. Haben wir aber leider nicht. Das heißt, wir könnten die kleinen hier dran packen, aber ja, wie ihr seht, passen die nicht dran. Es sieht jetzt nicht so schön aus wie unsere sonstigen Raumfahrzeuge. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas farbtechnisch machen können. Aber hier die großen Tanks haben nur zwei Farbmöglichkeiten. Also müssen wir das wohl so lassen. Dann holen wir die nächsten, machen noch vier Winglets dran, starten zuerst die Raketen. Ja, und damit müssten wir eigentlich ohne Probleme in den Weltraum kommen. Zack. Zack. Ja, also die müssen wir noch vorher starten. Wenn wir das absprengen, müssen wir die starten, okay. Und ganz am Schluss müssen wir das hier absprengen. Dann. Ja, kostet 143.000 Geld. Das ist also eine ziemlich teure Mission. Würde sagen, wir packen jetzt unsere Crew rein. Wir brauchen die neue Pilotin und unseren Wissenschaftler. Die packen wir direkt ins Labor. Wir nennen es We Love Science. Around Kerbin. Und würde sagen, ja, haben alles gemacht. Dann let's go. Oh nein, was ist das denn? Was? Oh mein Gott, guckt euch an. Ist das schiefgelaufen? Stapelkante mit einem Startgewicht von 140 Tonnen stützen und die Rakete wiegt 323 Tonnen. Ja, wir speichern die Rakete und gucken uns an, Gucken wir an, ob wir das irgendwie upgraden können. So, Startrampe. Ja, das könnten wir upgraden. Kostet ein bisschen mehr. 282.000. Machen wir dann jetzt auch. Da haben wir noch 180.000. Ja, es ist wirklich knapp vom Geld her. Also, das heißt, wir müssen in der nächsten Folge, wenn wir das gemacht haben, müssen wir erstmal ein irgendwie kleinere Missionen machen damit wir Geld verdienen. Speichern die Rakete und starten. Ja, gut, dass wir die starten können und genug Geld hatten noch. Aber wir müssen wirklich noch irgendwie müssen wir noch Geld auftreiben. Ich weiß nicht wie, aber wir kriegen das schon irgendwie hin.
So, dann starten wir. Und würde sagen, wir drücken Y. Und wir geben Gas. Tja, irgendwie will die Rakete nicht richtig abheben. Das heißt, wir haben zu wenig, sind zu schwer. Also warum sind wir denn so schwer, dass wir nicht abheben können? Ah, mal gucken. Ja, wir haben aber trotzdem genug Delta V. Ah, was ist das denn? Ah, wir müssen zurücksetzen. Oh, guck mal, wie das aussieht. Ja, nochmal ganz kurz zurücksetzen. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Und ja, die Idee der ganzen Sache ist wirklich, wirklich. Oh. Ja, die Idee ist, wir machen noch vier Booster dran. Damit sollte es allemal ausreichen. Dann gehen wir noch kurz nach Booster gucken. Oh, ja, wir haben, oder haben wir jetzt solche Booster? Haben wir schon bessere Booster? Nee, haben wir leider nicht. Was ist denn das denn für die Flüssigtreibstoff MK5 Bums? Ja, okay, Moment. Vielleicht. Wir können vielleicht gleich das schon aus. Dann machen wir hier so kleine Triebwerke dran. Sehen auch eigentlich ganz cool aus, oder? U, C, D, Moment, Y. Irgendwo, ich muss mal ganz kurz die Taste suchen für die andere Dingensbummens. Ah, R. Okay, mit R. Ja, ich teste mal mit R. Nee, macht er leider nicht. C. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Wir machen hier noch kleine Triebwerke dran. Vielleicht reicht es dann mit denen aus. Ich hab die noch nie benutzt, die kleinen Triebwerke hier, aber vielleicht tun die ja ihren Job. Noch kurz einen Stabilisator. Machen wir nochmal die Dinger hier weg. Ja, die geben auf jeden Fall nochmal jeweils 100 Thrust. Also wir hätten 400 Thrust mehr. Kann sein, dass es ausreicht oder auch nicht. Testen wir jetzt jeden Moment aus. Und dann geht's auf in den Orbit zu Kerbin. Flugassistent an. Meint, wir brauchen noch Streben. Starre Verbindung, nein. Autostrebe, schwerstes Teil. Schwerstes Teil, Autostrebe, schwerstes Teil. So, Y für Vollgas, T für Flugassistent, let's go. Moment. Au! Schon wieder ein kleiner Moment. Ach, jetzt nochmal ganz kurz von Anfang. So, das ist jetzt erstmal nichts gewesen. Es lag daran, also erstens, wir müssen hier noch ein paar Verbindungen dran machen, dass sie nicht so von Anfang an rumwackelt. Zweifachsymmetrie an. Und machen die Dinger nach oben, nach oben, nach oben, machen noch Autostreber aktiv. Das heißt, die sind automatisch verbunden. Autostreber aktiv. Und versuchen es jetzt nochmal. Beziehungsweise, ja, okay. Wie viel Thrust haben die jetzt nochmal? Die kleinen, die haben 100 Thrust und wie viel hat die große insgesamt? 500. Ja, eigentlich müsste das mehr als ausreichen. Nochmal vier so extra. Das heißt, es ist so, als ob wir nochmal ein großes Triebwerk haben, sind diese vier kleinen, die wir außen dran gepackt haben, ungefähr. So, sind auf der Startrampe. Y für Vollspeed, T für Flugassistent und starten. Ja, ist auf jeden Fall schon besser. Wir fliegen von Anfang an hoch. Die Geschwindigkeit nimmt zu. Ist nicht so effektiv, weil wir verbrauchen ja jetzt richtig viel Sprit und kriegen dafür nahezu keinen Schub. Also effektiv ist es auf keinen Fall jetzt gerade. Ich hoffe, dass es trotzdem ausreicht. Wir versuchen es auf jeden Fall. Rakete ist relativ stabil. Nehmen jetzt langsam an Geschwindigkeit zu. Und das müsste auch immer schneller gehen, weil wir verlieren ja Sprit. Und dadurch werden wir leichter. Und wir kommen höher in die Atmosphäre. Dadurch wird es auch nochmal leichter. Antenne haben wir ja dran gebaut gehabt, oder? Mal gucken, wo ist die Antenne? Ja, hier ist die Antenne. Sehr gut. Batterien haben wir mehr als genug. Solarpanels haben wir mehr als genug. Und wir haben gerade 25 von unserer Forschungspunkte von unserer
Wissenschaftsstation in Minmus bekommen. Und dann geht's weiter. So, dann gehen wir weiter Gas. Die Raketen sind, ja, lenken schon ein bisschen ein, brauchen wir eigentlich nicht. Ist eigentlich sogar nicht so gut, wenn wir jetzt schon einlenken. Wir sind noch zu niedrig und können gleich die ersten vier. Oh, was haben die? Ihren eigenen Sprittank? Nee, haben sie nicht. Ich dachte schon. Werfen die nächsten. Oh nein, wir haben ein Stückchen der Rakete mitgenommen. Wie viel Delta haben wir noch? 3000. Oh nein, wir haben ein Stückchen der Rakete. Wir haben gerade abgetrennt und wurde hier hinten ein Stückchen von der Rakete mitgerissen. Jetzt gehen die Tanks nicht leer, aber ich habe eine Idee. Wir können die Tanks trotzdem benutzen. Wir leiten einfach von dem Tank, von den beiden Tanks, leiten wir einfach in den hier rein. Zack, zack, machen wir den nochmal voll. Zack, zack, machen wir den nochmal voll. Ja, dann können wir wenigstens den Treibstoff benutzen, wenn wir schon nicht den Schub haben. Oh, sieht doch trotzdem ganz gut aus, unser Raketchen. So. Ja, unsere Abapse steigt langsam. Sprit haben wir mehr als genug. Also meckern brauchen wir nicht. Und hoffe, dass wir in den Orbit von Kerbin gekommen. So, das nächste. Wir müssen jetzt noch mal den Sprit umlenken. Wir holen jetzt den Tank, die beiden mittleren Tanks müssen wir anklicken und dann füllen wir von den mittleren Tanks in die äußeren Tanks. So, das hat geklappt. Müssen wir noch hier, okay, das sieht ganz gut aus. Und wie hoch ist unsere Apoapsis? Ja, nicht hoch genug für meinen Geschmack. Ah, jetzt ist hier langsam unstabile Rakete. Ah, komm schon, Leute, wir müssen es irgendwie schaffen. Wir müssen jetzt irgendwie nochmal drehen, die Rakete, langsam, aber sicher. Oh, unsere Schrittleitungen sind sogar abgegangen. Okay. Und es geht weiter. Es geht weiter. Ja, hat leider nicht funktioniert. Wie ihr seht, sind wir gerade voll am Kippen und unsere Apoapsis ist nicht genug gestiegen. Das heißt, wir müssen den Flug leider nochmal zurücksetzen. Das machen wir jetzt auch. Aber ja, die Rakete hat ja an sich eigentlich funktioniert. Nur wir hatten eben Pech mit der Dekopplung. Also was heißt Pech? Also es gibt hier in dem Spiel eigentlich kein Pech. Es gibt eigentlich nur Fehler, die man macht. Und würde sagen, ja, wir versuchen es jetzt noch einmal. T für Flugassistent, Y für Vollgas und let's go. Beschleunigen ein bisschen. Ja, macht sogar ein bisschen mit Zeit vorspulen und würde sagen, ja, sieht doch ein ganz okay aus diesmal. Wieder 25 Forschungspunkte von Minmus. Also Forschungspunkte brauchen wir uns hiernach keine Sorgen mehr zu machen. Also hier wird richtig, richtig viel Forschungspunkte geben. Das kann ich euch versprechen. Jetzt sind gleich die ersten beiden Tanks leer. Die sprengen wir dann jeden Moment ab und in der Hoffnung, dass nicht schon wieder irgendwas kaputt geht dabei. Wir sind aber gerade in der Luft, machen die Triebwerke aus, sprengen ab und geben wieder weiter Gas. Und ja, diesmal hat es geklappt. Jetzt haben wir ein Triebwerk mehr und ich gehe davon aus, dass es damit um einiges besser geht und wir lenken nicht so früh ein wie eben.
Das Einzige, was wir noch dran bauen hätten können, wären Lichter. Das haben wir jetzt vergessen, aber das ist nicht so schlimm. Die braucht man nicht unbedingt. Die Körbe haben ja auch noch eingebautes Licht, was ihr übrigens mit U aktivieren könnt. Sind jetzt auf 10.000 Meter Höhe. Und ja, die Apoapsis steigt immer schneller an. Geht weiter. Ja, diesmal klappt es eigentlich ziemlich tadellos. Wir haben eine Apoapsis von 24. Also da können wir nicht meckern. Sind jetzt bei 20.000. Ich würde sagen, jetzt lenken wir langsam ein. Machen es ein bisschen langsamer, dass wir nicht umkippen. Und ja, Moment, wir machen noch mal ganz kurz Autostrebe aktiv. Schwerstes Teil. Und ja, lenken vollständig ein. Auf 90 Grad. Und ja. Und sind jetzt bei 40 im 40er Apoapsis und haben jetzt zur Not noch einen, also wir haben hier oben noch einen vollen Tank. Würde sagen, das sieht wirklich absolut in Ordnung aus. Also besser hätte ich, fast besser hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ja, sind bei 54.000, werfen jetzt gleich die nächsten beiden Triebwerke ab. Und werden die Raketen absprengen. Hoffentlich geht nichts kaputt. Ne, ist nichts kaputt gegangen. Und haben gleich eine Kerbin Apo ab. Oh, guck mal da, der ganze Tank ist noch voll. Wie weit wir hier mit dieser Forschungsstation kommen. Sind jetzt bei einer Apoapsis von 70. Ich glaube, wir machen sie auf 100. Und ja, würde sagen, wir packen gleich schon mal. Wir gucken, ich könnte mal testen, ob wir schon die Solarpanels ausfahren können. Das machen wir erst gleich. Und wir machen weiter mit 80 Kilometer, 90. Und da sind wir bei 100. Ja, sehr gut. Würde sagen, wir fahren jetzt unsere Solarmodule aus. Solarmodul ausfahren, Solarmodul ausfahren, Solarmodul ausfahren. Es gibt, man kann die auch in den Hotkey zusammenpacken und dann auf einmal alle ausfahren. Das sollten wir auf jeden Fall irgendwann machen. Solarmodul ausfahren und Solarmodul ausfahren, Solarmodul ausfahren. Und ja, würde sagen, wir lenken jetzt noch ein bisschen mehr ein und kreieren unseren Orbit. Und da ist unsere Rakete. Ja, sieht doch eigentlich schön aus mit Kerbin im Hintergrund. Und würde sagen, wir geben Vollgas Richtung Orbit. Ein bisschen mehr nach rechts lenken. Das so, dass wir ungefähr gerade brennen. So. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Sonne im Hintergrund und würde sagen, wir testen mal unser neues Experiment aus. Also es geht ja erst im Orbit, wie ich das richtig verstanden habe. Mal gucken, wo das Experiment ist. Hier ist es. Das ist dieses Orbit-Experiment. Multispectral Imaging Plattform. Block Imaging Data. Geht das? Nee. Toggle Image. Ah, doch. Ah, doch, es geht. Acht Wissenschaft. Das, jawohl, es funktioniert. Das gibt uns 50 Wissenschaft im Labor. Packen wir das Ganze in den Labor rein. Und das wurde über Kerbins Wasser aufgenommen. Das heißt, wir können jedes einzelne Biome von Kerbel könnten wir damit aufnehmen. Na, das ist ziemlich gut. Ja, die sind ausgefahren, sind sogar gerade. Und ja, der Orbit ist am Wachsen. Unsere starke Rakete ist langsam am Abnehmen. Also, ja, ein bisschen Sorgen habe ich noch, aber wir haben 2700 Delta V. Also, ja, das schafft man nahezu sicher. Und zur Not könnten wir noch von den oberen Tanks in die unteren Tanks was packen.
Also wir sind eigentlich gut versorgt und unser ganzes Satellitennetzwerk könnten wir eigentlich mal die Ansicht ausschalten. Mal gucken. Ah, okay. Ja, okay, dann sieht man nur, hier kann man einstellen, wie oft das COM-Netzwerk angezeigt wird. Das heißt jetzt erster Sprung, das heißt von hier nach hier und nicht weiter. Ist ein bisschen übersichtlicher später dann. Und ja, jetzt müsste jeden Moment unsere Periapsis auftauchen und würde sagen, wenn wir die Rakete im Orbit haben, geht's mit der in der nächsten Folge damit weiter, unser Forschungslabor zu positionieren und dann und natürlich unsere ersten Forschungen zu machen. X für Schub weg. Das war's mit der Folge. Peace out rein, euer Brotmesser-Ninja.